Da sind die beiden. Ich grüße euch. Wir grüßen zurück. Und gleich vielleicht den Matthias Strolz aufnehmend. Beide, glaube ich, sowohl Robert als auch Peter, haben Matthias Strolz nachgemacht, als Strolz noch aktiver Politiker war. Seid ihr eigentlich traurig darüber, dass er aus der Politik ausgeschieden ist und sozusagen für euch keine Vorlage mehr ist? Es ist schade um ihn, ja. Es ist auch schade um Gusenbauer, Faymann. Also das ist, Strolz war einer der großen Namen für Maschinen. Wer von euch beiden hat eigentlich begonnen, Strolz nachzumachen? Ich glaube, ich war der Erste. Robert war der Erste und er hat in sich auch für mich dann später brav vorgearbeitet. Und ich habe ihn einfach übernommen. Also die gesamte Vorarbeit von Robert habe ich dann übernommen und plötzlich war ich Matthias Strolz. Dürfen wir vielleicht einen kleinen Contest starten? Wer kann Strolz besser? Darf ich den Robert bitten, zuerst eine kleine Strolz-Kostprobe? Ja, gern. Kannst mir gern bitten. Ich geh's gleich an mit dir. Ich bin halt runtergekommen. Ich bin halt einen weiten Weg gereist. War noch vorher im Wald, hab mir aus einem Kastanienbaum ein totes Pferd rausgeschnitzt. Und ja, es ist fantastisch. Das ist sehr. Wenn man die Augen zumacht, hat man Matthias Strolz. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ihr seid wirklich zwei Freunde geworden. Toll. Ja, toll. Peter, bitte, dein Strolz. Ich kann aber einen anderen Text sagen, oder? Ja. Sag irgendwas. Ja, meine Stimme, Moment. Ich kann mich erinnern, wenn man fragt, wie macht man den Matthias Strolz nach, da ist das Wichtige, er redet so, als hätte er einen Anlauf vor, als würde er dann von einem Zementerturm hinunterspringen. Das heißt, zuerst sehr lange und dann geht's runter. Auch sehr das gut. Das A ist wichtig. Wir werden Matthias Strolz nachher dann nach eurem Beitrag fragen, wer von euch beiden ihn seiner Meinung nach besser nachgemacht hat. Ich fand beide fantastisch. Ja. Ich würde, wenn mir die Pistole an die Schläfe gesetzt würde, wen würde ich in Robert nehmen? Dann würde ich aus ORF-Objektivitätsgründen natürlich Peter wählen. Peter auch ist sehr gut, aber ich würde sagen, Robert 10 Punkte von 10, Peter 9,5 von 10. Gut, wir entscheiden jetzt gleich dann auch nach eurem Beitrag, wer von euch beiden in dem Beitrag, den ihr für uns vorbereitet habt, besser war. Keiner natürlich, da sind wir immer gleich in dem Beitrag. Dann freuen wir uns drauf. Wir auch.